Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu eurer Buchvernissage. Ich lese nachher noch weiter. Zu unserer Buchvernissage, schon noch mehr in diesem Buch. Und zum Podium Mensch und Wirtschaft, Quo Vadis. Super, dass ihr so zahlreich da erschienen seid. Das zeigt mir drei Sachen. Es zeigt mir erstens, dass es stimmt, was in diesem Buch steht, dass nämlich Wirtschaftspsychologie auf grosses Interesse stößt. Es zeigt mir zweitens, dass es stimmt, was auf der Einladung zum heutigen Abend steht, dass nämlich Diskussionen geführt werden müssen, darüber, wie Mensch und Wirtschaft in der Schweiz in Zukunft miteinander umgehen. Und dass wir so zahlreich da sind, zeigt mir noch etwas Drittes, nämlich, dass die Fußball-WM noch nicht angefangen hat. Die FIFA hat uns hier gebeten, einen anderen Termin zu nehmen. Wir haben diesen Wunsch gerne erfüllt. Mein Name ist Christian Fichter. Ich bin heute Ihr Gastgeber. Ich bin Wirtschaftspsychologe, der Herausgeber von diesem schönen Buch hier drinnen und Forschungsleiter von der Kaleidos Fachhochschule. Reden über Mensch und Wirtschaft machen wir dann ein bisschen später hier auf dem Podium noch und anschliessend die persönlichen Gespräche hier bei einem feinen Apéro, zu dem ich Sie ganz herzlich einlade. Bevor ich jetzt noch ein bisschen weiterlese, möchte ich Sie mit den Co-Autoren von diesem Lehrbuch bekannt machen. Die sind hier verstreut. Können Sie mal bitte aufstehen? Das sind Sarah Killer. Du musst mal winken, dass man dich sieht, dass man weiß, wer das ist. Das ist Cherin Keller. Das ist der Felix Schläpfer und der Stefan Rief. Und wo ist Jörn Basel? Ist da ganz hinten. Er macht dort hinten ein bisschen die Security, gleichzeitig im Nebenjob. Ja. Gut. Jetzt noch ein paar Ziele aus dem Buch. Keine Angst, das geht nur etwa so 4 Stunden. Machen wir es also richtig bequem und gemütlich. Gewusst wie. He? Jetzt bräuchte ich hier geschwind. Ah, wahrscheinlich der hier. Gut. Ja. Im zweiten Buch klappt das besser. Geschichte. Oh, weißt du was? Ich kann es einfach heben. Ja? Okay, gut. Geschichte der Wirtschaftspsychologie. Es ist ein bisschen wie in der Schule, aber wahrscheinlich nicht so langweilig. Hoffe ich zumindest. Und zumindest ist es schnell vorbei. Also, Geschichte der Wirtschaftspsychologie. Edmund Lysinski, einer der frühen Wirtschaftspsychologen, schrieb 1923 in seiner Psychologie des Betriebes in Bezug auf Geschlechtsunterschiede beim Kaufverhalten dies. Edmund Lysinski, nicht ich. Dem Manne ist der Beruf Lebenszweck. Er wird deshalb bei beruflichen Käufen mit peinlicher Genauigkeit, ja mit der dem menschlichen Geschlecht eigenen Pedanterie alle Waren prüfen. Der natürliche Beruf der Frau ist der des Weibes als Geliebte, als Ehefrau, als Mutter. Sie wird deshalb, selbst wenn sie einen bürgerlichen Beruf hat, beruflichen Einkäufen viel weniger Interesse entgegenbringen als privaten. Bei Privatkäufen wird dagegen wieder der Mann gleichgültiger sein, abgesehen von solchen Dingen, für die er ein ganz besonderes Interesse hat, zum Beispiel Zigaretten. Die Frau wird Privatkäufen, besonders solchen, die ihre Person und ihr Äußeres betreffen, das Hauptinteresse entgegenbringen. Dazu kommt bei der Frau eine leichtere Beeinflussbarkeit durch Gefühle. Ferner eine gewisse Habsucht, Gegenstände zu besitzen, auch wenn man sie nicht braucht. Und schließlich eine große Empfänglichkeit für kleinliche Vorteile. Lysinski, 1923. Heute mögen wir über solche Zeilen schmunzeln oder uns aufregen. Aber damals waren sie geradezu fortschrittlich. Gemeinsam mit ähnlichen Schriften markierten sie den Beginn einer neuen Weltsicht, die Ausdruck eines Brückenschlags zwischen zwei Disziplinen war, die bis dahin kaum voneinander Notiz genommen hatten: Psychologie und Ökonomie. Ein Beispiel dafür sind die Hawthorne-Studien. Ganz im tayloristischen Sinne der wissenschaftlichen Unternehmensführung wurde in den Hawthorne-Werken nahe Chicago in den 30er Jahren versucht, die Arbeitsbedingungen auf noch mehr Effizienz zu optimieren. Beispielsweise wurde in einer Fabrikhalle die Beleuchtung verstärkt, wodurch erwartungsgemäß die Arbeitsleistung stieg. Als man aber die Beleuchtung wieder auf die ursprüngliche Stärke zurückstellte, blieb die Arbeitsleistung dennoch erhalten.
Erstaunlicherweise leisteten die Arbeiterinnen, es waren alles Frauen, sogar noch mehr, als die Halle weiter verdunkelt wurde. Man erklärte sich dieses scheinbar unlogische Ergebnis so, dass die Arbeiterinnen wussten, Teil einer Studie zu sein, was sie stolz machte und was ihrer Arbeit Sinn verlieh. Man beauftragte Mayo und Kollegen mit weiteren Studien, in deren Rahmen sie in tausenden von Interviews Motivation, Zufriedenheit und Sinnempfinden der Hawthorne-Angestellten untersuchten. Das Ergebnis war für die damalige Zeit geradezu revolutionär. Härteres Anpeitschen führt nicht unbedingt zu mehr Leistung, sondern Mitarbeiter steigern ihre Leistung dann, wenn sie in ihrer Arbeit Sinn sehen, wenn sie für ihre Leistung Anerkennung erhalten und wenn sie zu ihren Kollegen und Vorgesetzten gute Beziehungen haben. So nahm in den Hawthorne-Werken die Human Relations-Bewegung ihren Anfang. Und das Ende des Taylorismus wurde eingeläutet. Seither gilt es als eine der wichtigsten Führungsaufgaben, für ein gutes Betriebsklima zu sorgen. Konsummotive. Am Anfang allen Wirtschaftens stehen die menschlichen Bedürfnisse. Nach Nahrung, nach Wärme, nach Sicherheit, aber auch nach Gesundheit, nach Schönheit und nach Status. Ohne diese Bedürfnisse und eine ganze Reihe mehr gäbe es keine Nachfrage, gäbe es keinen Markt. Doch für die Nachfrage ist gesorgt. Kaum ist ein Bedürfnis gestillt, meldet sich auch schon ein anderes, das befriedigt werden will. Deshalb sind Menschen, etwas provokativ gesagt, niemals ganz zufrieden. Man könnte dies als kulturpessimistische Anklage verstehen, aber es ist einfach eine nüchterne Beschreibung der menschlichen Natur. Ob so oder so, aus unseren Bedürfnissen ergibt sich eine ganze Reihe von Konsummotiven. Und welche das sind, können Sie dann nachher da innen selber noch erlesen. Produktname. Zur Entwicklung eines Produktes gehört die Wahl eines passenden Namens oder einer Produktebezeichnung. Besonders wichtig ist der Name auch bei der Schaffung einer neuen Marke. Allein der Klang eines Namens kann schon Assoziationen hervorrufen. Die Namen Takete und Maluma zum Beispiel passen zu ganz unterschiedlichen Produkten. Welches dieser Worte würden Sie eher für ein Pflegeprodukt, welches für ein technisches Gadget verwenden? Takete klingt hart und passt besser zu einem technischen Produkt. Maluma hingegen klingt weich und passt eher zu einer Hautcreme. Das ist kein Zufall. Aus gestaltpsychologischer Sicht sind Anmutungen wie weich oder hart nicht auf sinnliche Kategorien beschränkt, sondern lassen sich auch auf andere Kategorien übertragen, etwa auf Produkte. Anmutungen finden sich nicht nur bei ganzen Namen, sondern sogar auf noch kleinerer Ebene, nämlich der einzelner Buchstaben. Das lässt sich schön an der Wirkung von Vorderzungenvokalen E, I, A und Hinterzungenvokalen O und U demonstrieren. Ein Bier wird als stärker und schwerer erlebt, wenn der Name einen Hinterzungenvokal enthält. Zum Beispiel Oudebrui. Die Bezeichnung, ich weiß nicht, ob es das gibt, die Bezeichnung des Produktes kann sich also auf seine Beurteilung durch Konsumenten auswirken. Mit dem Namen eines Produktes oder einer Marke wird angestrebt, positive und passende Assoziationen zu wecken und negative zu vermeiden. Zum Beispiel änderte Kentucky Fried Chicken den offiziellen Namen zu KFC, um durch das Wegfallen des Fried für frittiert dem gewachsenen Gesundheitsbewusstsein der Konsumenten zu entsprechen. Und um zu wissen, dass ein Auto wie der Mitsubishi i-MiEV im deutschen Sprachraum kein Erfolg wird, braucht man kein Marketingprofi zu sein. Bei einem Hotelnamen wie Edelweiss werden Sie eher an ein gemütliches Hotel und bei Alpina eher an ein Sporthotel denken. Diese Einschätzung bleibt größtenteils auch dann bestehen, wenn darauf hingewiesen wird, dass sich die beiden Hotels eigentlich nicht unterscheiden und sogar, wenn gegenteilige Informationen bereitgestellt werden. Diese Beispiele verdeutlichen, dass sich Konsumenten im Kaufprozess stark an Produkt- und Markennamen orientieren. Bei einer Margarine, die du darfst heißt, wird allein aufgrund der Bezeichnung eher angenommen, dass sie kalorienarm ist. Und natürlich wird diese Eigenschaft im Gedächtnis einfacher mit dem Produktnamen verbunden und somit im Moment der Kaufentscheidung besser erinnert.
Ich darf. Hören Sie mich gut? Hören Sie mich auch gut im Internet? Also, im Internet gibt es natürlich keinen Rückkanal, aber ich hoffe, dass ich Sie im Internet auch anspreche und dass Sie mich da auch verstehen. Herzlich willkommen, liebes Internet. Sekunde, habe mich verblättert. Arbeitszufriedenheit. Muss Arbeit Spaß machen? Oder genügt es, wenn sie genug Geld zum Leben einbringt? Nun, Arbeit kann und muss nicht immer Spaß machen. Aber Organisationen sollten sich schon Mühe geben, dass ihre Mitarbeiter zufrieden sind. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, wenn sie zufrieden sind, fehlen sie seltener, wechseln weniger häufig die Stelle und leisten mehr. Zweitens, die Menschen verbringen viel Zeit mit ihrer Arbeit, oft mehr, als sie zu Hause sind. Es wäre unmenschlich, wenn der größte Teil der Bevölkerung dabei unzufrieden sein müsste. Drittens unterstützt Arbeitszufriedenheit die Akzeptanz des wirtschaftlichen Systems. Sie ist daher für die Stabilität unserer Gesellschaft von einiger Bedeutung. Ein Wort zum Wandel. Die Erkenntnis, dass Unternehmen wandlungsfähig, agil und adaptiv sein müssen, ist zweifellos richtig und wichtig, aber keineswegs neu. Auch wenn stets neue Schlagwörter für vermeintlich disruptive Entwicklungen in der Wirtschaft gefunden werden, im Moment zum Beispiel agil oder vor einigen Jahren Lean, seit jeher beeinflussen technologische, wissenschaftliche, demografische oder politische Veränderungen die Entwicklung bestimmter Branchen, sodass die betroffenen Unternehmen mit Anpassung reagieren müssen. Es ist auch keineswegs gewiss, dass der Wandel, der von der Digitalisierung und der Globalisierung ausgeht, größer, schwieriger oder schneller ist als der Wandel, den unsere Vorfahren zu ihren Zeiten zu gewärtigen hatten, wie die wirtschaftshistorische Forschung zeigt. Kolonialisierung, Mechanisierung, Industrialisierung, Elektrifizierung oder Entwicklungen wie die Eisenbahn, das Telefon, das Automobil und später Radio und Fernsehen lösten zu ihrer Zeit ganz ähnliche Hoffnungen und Befürchtungen aus wie heute das Internet, weltumspannende Märkte oder künstliche Intelligenz. Wenn der sich gegenwärtig vollziehende Wandel bei manchen journalistisch oder beratend tätigen Untergangsapologeten von dramatisierenden Furchtappellen begleitet ist, so weist dies eher auf deren Geschäftstüchtigkeit hin als auf das Ende der Welt. Freilich stehen viele von uns dennoch unter dem subjektiven Eindruck der Beschleunigung, oft verbunden mit Ratlosigkeit, Verunsicherung und Überforderung. Der Grund dafür dürfte weniger der Wandel an sich sein, als vielmehr die exponentielle Zunahme der verfügbaren Informationen, die mit dem letzten großen technologischen Wandel, dem Internet, einhergegangen ist. Wir alle sind noch dabei, uns mit dieser Veränderung zurechtzufinden und man sollte ihre Vor- und Nachteile kritisch analysieren. Aber angesichts der bemerkenswerten Anpassungsfähigkeiten, die unsere Vorfahren bewiesen haben, besteht vorerst kein Grund zur Panik. Ich komme zum Schluss. Megatrend Wirtschaftspsychologie, dass auf gesamtwirtschaftlicher Ebene eine Komplexität herrscht, die nur unter Berücksichtigung des Verhaltens und Erlebens der Marktteilnehmer beherrscht werden kann, leuchtet ein. Doch auch an das einzelne Unternehmen werden heute Fragen gestellt, die ohne psychologisches Wissen nicht beantwortet werden können. Digitalisierung, Dienstleistungsgesellschaft, Wissensarbeit, Internationalisierung, ebenso wie Stress, Arbeitsmobilität, Effizienz, lebenslanges Lernen und nicht zuletzt die Frage nach Glück und Sinn, stehen auf der wirtschaftspsychologischen Agenda. Immerhin, wir wissen heute mehr über die Wirtschaft und ihre Psychologie als jemals zuvor. Wir wissen, dass Phänomene wie Volatilität der Börsen, kollektive Unvernunft der Anleger und die Versuchung, aus wenig Kapital maximalen Gewinn zu schlagen, eher die Regel sind als die Ausnahme. Wir wissen auch, dass die Komplexität des wirtschaftlichen Systems schneller wächst als unsere kognitiven Fähigkeiten. Die Wirtschaftspsychologie bietet für diese und viele weitere Herausforderungen gute Lösungen. Wirtschaftspsychologen kommt die wichtige Aufgabe zu, diese Lösungen in der Forschung weiterzuentwickeln und in der Praxis zu etablieren.
Da trifft es sich gut, dass die Wirtschaftspsychologie eine große Nachfrage verzeichnet. Die Studierendenzahlen steigen und Firmen beginnen gezielt Wirtschaftspsychologen zu suchen. Regierungen richten Nudge-Units ein, Medien befragen Wirtschaftspsychologen als Experten. Die Ereignisse unserer Zeit und die zahlreichen größeren und kleineren Krisen, in die Firmen und Staaten immer wieder geraten, lassen vermuten, dass ihr Rat auf absehbare Zeit hinaus gefragt sein wird. Aber keiner weiß, ob das immer so bleibt, denn das Bewusstsein für Risiken schwindet, wenn im Erlebenshorizont der jeweils aktiven Generation kein Krisenereignis eingetreten ist. Und das ist denn auch das einzig Positive an Wirtschaftskrisen. Sie fördern die Bereitschaft für notwendige Anpassungen am wirtschaftlichen System. Der historische Rückblick bestätigt dies. Ob sich unser heutiges Wissen über Wichtigkeit und Nutzen der Wirtschaftspsychologie auf künftige Generationen überträgt, das ist eines der Anliegen, die wir mit diesem Buch verfolgen. Dass Sie es lesen, lässt uns hoffen. Danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stoppe jetzt hier mit Lesen. Sie sollen ja das Buch selber lesen oder hören. Es gibt nämlich in ein paar Wochen das Buch auch als Hörbuch zum Download auf Audible. Sie sind noch wach. Toll, das zeigt mir, dass das Buch ein Bestseller wird. Oder zumindest kein Ladenhüter. Ich übergebe jetzt das Wort an Edgar Schuler. Da ist er. Der Edgar Schuler ist Redakteur beim Tagesanzeiger und eine der profiliertesten Schweizer Medienpersönlichkeiten. Ich darf ganz freudig und stolz sagen, dass sich der Herr Schuler spontan und ohne zu zögern bereit erklärt hat, die heutige Podiumsdiskussion zu moderieren. Herr Schuler, bitte. Genau, das habe ich sehr gerne gemacht und ich habe auch gesagt, ich brauche kein Honorar dafür, aber ich würde dafür zwischendurch für den Tagesanzeiger Reklame machen. Wenn ich schon mal die Gäste von der Diskussionsrunde aufbitte, vielleicht dann Frau Staub da in der Mitte, damit man sie schön in die Mitte nehmen können, der Herr Carda, der Herr Brunetti und der Herr Fichter da draußen. Der Herr Fichter hat mich gebeten, man heute Abend nicht dringend direkt über Psychologie redet, sondern das Thema ein bisschen aufmacht und über Mensch und Wirtschaft redet. Und ich habe mir ein bisschen drei Themen vorgenommen, wo wir heute Abend darüber reden werden. Das erste ist so ein bisschen das, was man jetzt hört und was eben auch im Tagesanzeiger kürzlich gestanden ist, die Arbeitsmotivation oder eben der Mangel von Arbeitsmotivation bei ein bisschen den jüngeren Arbeitnehmern. Das wäre so ein bisschen der erste Punkt, wo wir reden würden. Der zweite Punkt wäre dann die Zukunft von der Arbeit. Das ist auch viel diskutiert mit der, Sie haben es schon angesprochen, vielleicht der Digitalisierung, Roboterisierung. Geht uns die Arbeit aus und was gibt es da dazu zu machen? Und dann das dritte Thema wäre dann wieder ein bisschen näher bei der Politik und auch ein bisschen näher bei dem, was der Herr Carda vertritt bei uns heute Abend als Mann der Wirtschaft oder als Gesicht der Wirtschaft, ob die Politik oder ob Menschen mit der Wirtschaft noch viel anfangen können oder nicht, oder wie das Vertrauen ist von den Menschen zu der Wirtschaft. Und das alles hat ja dann letztlich auch wieder mit Psychologie zu tun und darum sind wir froh, wenn dann der Fichter da auch seine Fachkenntnis mit einbringt. Ich fange jetzt an mit der Frau Staub-Bisang. Sie sind Rechtsanwältin. Von Haus aus, Sie haben das MBA gemacht, dann haben Sie, glaube ich, mit Ihrem Bruder zusammen haben Sie ein Investmentunternehmen gegründet und da sind Sie Chefin davon und offenbar auch sehr erfolgreich unterwegs. Und Sie haben dann eben noch Zeit, um noch viel zu schreiben. Sie schreiben Bücher über Nachhaltigsinvestment und Sie schreiben Kolumnen auch zu dem Thema. Und Ihre Firma tut sich auch anpreisen als ein Beratungsunternehmen für nachhaltiges Investieren. Jetzt, das klingt eben in den Ohren von sehr vielen Leuten sehr gut. Es sind ja alle nachhaltig. Der Migros ist nachhaltig und die SBB ist nachhaltig unterwegs. Was können Sie jetzt aber speziell bieten und was ist denn nachhaltiges Investieren, Frau Bisang?
Wenn Sie das in einem kurzen Satz könnten sagen. Damit ja, ich weiß, Sie haben gesagt, in einem kurzen Satz, aber so einfach ist es natürlich nicht. Wenn ich würde sagen, machen Sie ein Schlagzeilen. Nein, genau. Ich glaube, nachhaltig zu investieren ist heute nicht mehr nur, macht man es nicht. Ich glaube, es ist ganz einfach eine Notwendigkeit. Und ich denke, alle, die Geld haben zum Investieren, und da ist der Einzelne gefragt, aber ich denke vor allem auch an die ganz grossen Vermögen, Pensionskassenvermögen. Ich bin auch Präsidentin von einer Pensionskasse, also dort bin ich wirklich extrem engagiert. Die grossen Gelder, dass man die einsetzt zu einer nachhaltigeren Wirtschaft, ich finde, das ist einfach ein Muss, weil Sie haben von den nächsten Generationen geredet. Es ist unsere Verantwortung, dass wir das Geld, das wir haben, oder ich das Geld, das ich betreue, zu diesem Zweck einsetzen. Und das lohnt sich auch? Das lohnt sich. Also man muss nicht auf Rendite verzichten, das ist das Wichtigste. Also wenn ich an Pensionskassen denke, ich glaube, niemand will auf Rendite verzichten. Aber das ist alles machbar und heutzutage möglich. Also ist gar kein Problem mehr. Und es muss. Okay. Dann gerade neben mir der Herr Karrer. Sie sind seit 5 Jahren der Präsident von der Economy Suisse und damit sind Sie eben so eine Art der Mister Wirtschaft von der Schweiz. Vorher haben Sie unter anderem auch den Ringier Verlag. Im Ringier Verlag sind Sie Manager gewesen und Sie sind Chef gewesen von der AXPO ganz lang. Jetzt bei Ihnen die Frage. Ihr Slogan, wenn man auf die Website schaut, heisst Wirtschaft, wir alle. Einfach Wirtschaft, Punkt, wir alle, Punkt. Wir werden eben noch ein bisschen darauf zu reden kommen. Das ist, glaube ich, nicht mehr so im Gefühl der Leute nicht überall so ein bisschen drin. Aber wenn Sie das jetzt in einem Satz erklären, warum ist Wirtschaft wir alle? Zuerst guten Abend miteinander, danke vielmals für die Einladung. In einem Satz ist es wirklich sehr schwierig, aber vielleicht ist der Tagesanzeiger mit Schuld, dass wir eigentlich den Slogan haben. Wir haben ab und zu den Eindruck, dass wenn man über die Wirtschaft schreibt, über ein paar grosse Unternehmen im Kopf hat, vielleicht ein paar Exponentinnen und Exponenten von grossen Unternehmen, aber dabei immer wieder vergisst, dass es eigentlich 500'000 Unternehmen sind in der Schweiz. Das sind 99% sind KMU, das sind eben nicht die paar wenigen grossen, die man eigentlich redet, und das sind ein paar Millionen Arbeitsplätze. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man über die Wirtschaft redet, vergisst man das sehr schnell. Und darum ist eigentlich ein kleiner Ausfluss von vielen Diskussionen, die wir vor etwa 5 Jahren hatten, war, verwenden wir doch das auch im Slogan, nämlich Wirtschaft, wir alle. Also die Wirtschaft ist nicht nur Novartis und nicht nur UBS und CS, sondern ist auch der Metzger um die Ecke und der Schreiner um die Ecke. So ist das gemeint. Sie haben es in einem Satz jetzt zusammengefasst, ja. Dann auf der anderen Seite der Herr Brunetti. Er ist jetzt Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Bern. Vorher war er mal Chefökonom vom Bund. Und er hat 1990 ein Buch geschrieben, und da muss ich jetzt noch mal spicken, wie es genau heisst. Es hat geheißen, die Schweiz AG, Sonderfall oder Sanierungsfall. Jetzt 28 Jahre nachdem das Buch rausgekommen ist, wie ist denn die Schweiz rausgekommen in dieser Zeit? Mehr Sonderfall oder mehr Sanierungsfall? In einem Satz. Ich mache einen langen Satz. Also in den Jahren, nachdem das Buch publiziert worden ist, ist es wirklich eher ein Sanierungsfall gewesen. Aber wenn ich anschaue, die Reformen, die inzwischen passiert sind, insbesondere vor der Finanzkrise, würde ich sagen, wir sind nach wie vor ein Sonderfall, aber im Moment sicher weniger ein Sanierungsfall als noch in den 90er Jahren. Mhm. Gut, das ist super, genau. So wie wir es gerne haben. Wir kommen zu dem ersten Thema, das ich mir vorgenommen habe. Und der Ausgangspunkt ist da das Interview, das wir im Tagesanzeiger auch mit der Wirtschaftswissenschaftlerin, mit der Betriebswissenschaftlerin. Und sie sagt, also da der Titel ist jetzt noch weniger knackig als der Titel vom Buch, das sie geschrieben hat, ihr kriegt den Arsch nicht los, hoch, ihr kriegt den Arsch nicht hoch. Und sie meint da damit, dass die Millennials, wie man denen sagt, also die, wo jetzt gerade so in Arbeitsprozess eintreten oder jetzt gerade so jung an der Arbeitsstelle sind, dass die generell eigentlich fühler sind, weniger leistungsbereit, weniger motiviert. Und sie tut das eben mit sehr deutschen und deutlichen Worten ausdrücken. Und das hat auch zu sehr vielen Reaktionen bei uns geführt, hat dann auch verschiedene noch Repliken auf das. Jetzt aber, wenn man so ein bei einem Hochschullehrer fragt oder in der Industrie umfragt oder bei der Chefin von einem Kleinunternehmen oder beim Wirtschaftspsychologen, wie erleben Sie denn das? Bei wem wollen wir anfangen? Vielleicht an der Hochschule am besten. Wie erleben Sie das? Sind denn Studenten
wo sie dann in die Arbeitswelt entlassen, sind die wirklich weniger einsatzbereit als ihre Generation zum Beispiel oder vorangegangene Generationen? Also da kann ich absolut nichts von dem feststellen. Ich meine, weder an der Uni noch, wenn ich schaue, meine Kinder, die in der Schule sind. Also ich sage immer, wenn ich heute anschaue, was sie in der Schule lernen, da sind wir noch relativ easy durch die Schule gekommen. Also es ist wesentlich mehr, was sie machen. Also ich stelle das weder an der Universität noch im Privaten stelle ich irgendwie fest, dass da ein starker Wandel ist. Im Gegenteil, sie können auch Statistiken anschauen, sie können die Beschäftigung von jungen Menschen anschauen, die Beschäftigungsentwicklung. Da sieht man keinerlei Anzeichen in der Richtung. Also ich habe es nicht gewusst, dass die Hypothese besteht und sie wundert mich auch. In der Industrie, Herr Karr, sieht man auch dort, dass die Leute, sie kommen am 8 Uhr und gehen am 5 Uhr und kümmern sich eigentlich nicht darum, ob die Arbeit gemacht ist oder nicht. Also mich hat es auch überrascht, als ich den Titel gelesen habe, auch als ich den Artikel gelesen habe, sehr überrascht. Ich kann ja die Empirie nicht beurteilen dahinter, aber wenn ich jetzt sehe, in den Unternehmungen, wo ich tätig bin, bei denen, wo ich persönlich engagiert bin und investiert bin, wenn ich jetzt unsere Kinder, unsere Jungs nehmen, die sind 91, 92 und 95 und vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen oder jetzt bei UPI Economies, ich sehe das überhaupt nicht. Also mich überrascht das ganz extrem. Ich habe gerade heute mit einer jungen Dame bei uns vor etwa 3/4 Jahr angefangen. Die macht einen grossartigen, sensationellen Job, überaus engagiert. Also ich sehe das überhaupt nicht. Und dann müssen wir eigentlich sagen, dann würde man das irgendwann einmal in der Wirtschaftsentwicklung sehen. Das müsste irgendwann einmal abbrechen, wenn die tatsächlich alle so faul werden. Also da sind null Anzeichen da. Mhm. Also hat sie das erfunden, Frau Hartmann heisst sie? Erfunden, es gibt verschiedene Realitäten. Aber ich habe eine Hypothese, wieso dass sie das geschrieben hat. Mhm. Sie hat ein Buch verkaufen wollen. Und auf unserem Buch steht Wirtschaftspsychologie für Bachelor. Und auf ihrem Buch steht, ich kriege den Arsch nicht hoch. Und dann ist nicht klar, was sich besser verkauft. Ich denke, ich habe vorhin ein paar Sachen erzählt über Konsummotiv. Menschen haben angeborene Motive und auch gelernte Motive. Aber die bringen uns dazu, Sachen zu konsumieren. Wir haben aber auch das Motiv, Leistung zu erbringen, zu schaffen. Wir sind motiviert, geistige oder physische Arbeit zu leisten. Und das lässt sich uns nicht so austreiben. Und ich denke, von dem her, das passt absolut, was Sie gesagt haben, Menschen wollen arbeiten. Wenn es vielleicht den Eindruck gibt, dass der Leistungsethos ein bisschen abgenommen hat, dann hat das vielleicht mit dem Wertewandel zu tun, wo darin besteht, dass man mehr auf Individualismus und Ausleben von den persönlichen Bedürfnissen Wert legt. Also wir sind ja da in der Europa-Allee. Und ich bin letzte Woche mit meiner Frau da spazieren und was man da erlebt, ist ja, dass sehr viele Väter mit Bärt und Kinderwagen unterwegs sind. Gut, es war ja mal ein Samstag, das ist noch nicht so ein richtiges Anzeichen. Aber so ein bisschen das Hedonistische, sagt man ja, so ein bisschen das mehr Geniesserische erlebt man eigentlich da, so ein bisschen in diesem Umkreis sehr stark. Also, dass der Genuss eigentlich noch mehr im Vordergrund steht als früher in anderen Jahren. Oder erleben Sie das ganz anders? Nein, ich erlebe das effektiv schon auch so. Also ich habe ein paar Millennials, die bei mir im Büro arbeiten. Und ich muss sagen, die leben schon anders, als wie ich mit 25, 30 gelebt habe. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen self-selecting. Ich glaube, wenn man selber ehrgeizig ist, hat man in der Regel mit Leuten zu tun, die ein bisschen ähnlich sind wie einem. Mit anderen kann man ja in der Regel gar nicht. Also ich finde es nämlich schwierig. Und darum, in meinem direkten Umfeld eigentlich habe ich extrem motivierte Leute um mich herum, weil die anderen halten mich gar nicht aus. Und ich glaube, das gibt es aber in jeder Generation, ehrlich gesagt. Also zu meiner Zeit, als ich studiert habe, hat es auch die gegeben, die im Lichthof gesessen sind. Ich bin dann mal gesessen, aber dann bin ich wieder gegangen. Ich glaube, da ändert sich nichts. Ich glaube, was sich ändert, ist, dass man eben weniger will haben. Besitz ist weniger wichtig. Die Leute machen jetzt nicht sofort den Führerschein mit 18. Mhm. Wir haben ein bisschen Sharing Economy, Airbnb. Ich glaube, einfach Geld anhäufen ist nicht mehr ein Selbstzweck. Ich glaube, da hat sich schon etwas da. Und wenn man nicht unbedingt Geld braucht, dann muss man vielleicht auch ein bisschen weniger arbeiten, dann geht es auch mit weniger. Ist auch die Aussage jetzt von dieser Professorin nicht einfach eine Antwort darauf, dass natürlich auf der anderen Seite die Ansprüche immer stark steigen? Also Herr Brunetti hat das gesagt, die Kinder lernen viel mehr, die sind viel mehr eingespannt, als seine Generation war. Und was man auch immer wieder liest, das ständige Gebot, man muss sich verbessern, man muss sich anpassen. Wir kommen dann auch noch ein bisschen auf das Thema. Die Digitalisierung fordert uns raus, man muss sich weiterbilden. Das ist dann wieder etwas für,
für die Hochschulen und auch für die nicht universitären Hochschulen, sondern Fachhochschulen. Wenn Sie mit Ihren Leuten, mit Ihren Chefs reden, merken Sie ja, dass die mehr verlangen von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als vorher. Zum Beispiel nicht zuletzt auch, dass man immer verfügbar ist, per E-Mail oder was auch immer. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Thema vom viel Fordern etwas Neues ist und verstärkt da ist. Es gibt ein paar, ich denke, Sachzwänge, wie zum Beispiel technologische Veränderung, wo das einfach erschwert, dass man auch mal wirklich Stopp sagt und jetzt nicht. Das ist es vielleicht eher. Aber das Fordern, ich glaube, das war wirklich immer auch schon da gewesen. Vor 10 Jahren, vor 20 Jahren und vor 30 Jahren. Es sind viele eher die Rahmenbedingungen, die sich diesbezüglich verändern. Ja, aber nur schon der Umstand, dass man heute eigentlich dauernd muss erreichbar sein muss. Dass man eigentlich nicht mehr heimgehen kann und die Arbeit ist erledigt, sondern man kann, also jetzt auch in meinem Beruf ist es so, wir können jederzeit immer etwas in die Zeitung hineinschreiben, wenn es dann gefragt ist. Man, es hört einfach nicht mehr auf. Also erleben Sie das ganz anders denn? Also bei Ihnen auch, persönlich? Nein, es ist schon so. Ich glaube, aber das geht bei jedem Einzelnen selber auch. Man muss sich auch überlegen, aufgrund von all dem, wie gehe ich mit dem um? Bin ich einfach auch in Sitzungen permanent am Smartphone oder am Tablet dran oder nicht? Ich glaube, da stellt man noch viel fest, dass zunehmend Leute vielleicht weniger mit dieser Flut können umgehen können, dieser permanenten Erreichbarkeit. Also mit anderen Worten, vielleicht ist das einfach etwas, wo man noch viel besser muss inskünftig lernen, damit umzugehen, weil in dieser Form hat man das früher tatsächlich nicht gehabt. Also ist das eine individuelle Frage, Fichter? Ja, also das Individuum ist gefragt, die Medienkompetenz sich anzueignen und umzugehen mit dem kleinen Kick, der kleinen Dopaminausschüttung, die das gibt, wenn man auf Facebook etwas anklickt oder liked oder selber geliked wird. Allerdings würde ich sagen, es ist manchmal schon ein bisschen eine Panik machen, wenn man so ein bisschen die Bücher anschaut. Hier in dieser Buchhandlung im Buchsalon vom Kosmos hat es weniger solche Bücher, aber es gibt so Selbsthilfeliteratur, wo dann steht Digital Detox etc. etc. Ich habe es vorhin erwähnt, der Mensch ist von Natur aus anpassungsfähig. Er kann mit extrem grossen Informationsmengen umgehen. Es gibt so ein bisschen den Spruch, dass der Mensch eigentlich zu jeder Arbeitsleistung in der Lage ist, zu jeder Leistung so viele Aufgaben und Arbeiten zu erledigen, wie auch immer, solange es nicht die Aufgabe ist, die er gerade muss erledigen. Von dem her denke ich, ich muss da nicht in Panik verfallen. Wie ist es denn mit der Entwicklung von der Arbeitsproduktivität, Herr Brunetti? Da höre ich auch immer, auch in Diskussionen wegen der Masseneinwanderungsinitiative, die haben ja wenig zugenommen, aber sie nimmt doch immer zu. Und man kann ja nicht einfach immer nur produktiver werden und dann meinen, wir bleiben dabei gesund, oder? Also. Ja, Produktivität heisst ja nicht unbedingt, dass man, es gibt eben zwei Arten, wie man wachsen kann als Land oder als Unternehmen. Man kann entweder mehr schaffen oder produktiver schaffen. Also produktiver schaffen heisst nicht unbedingt mehr schaffen. Das heisst einfach, dass man vielleicht mit zusätzlichen Technologien, mit zusätzlichem Humankapital arbeitet. Also ein grosser Teil von der Produktivität ist eine Verbesserung und nicht unbedingt ein Mehreinsatz, den man leisten muss. Also von dem her ist da nicht unbedingt ein Gegensatz zwischen diesen zwei Sachen. Aber man sieht doch auch, dass die Burnout-Fälle nehmen zu. Und eben, es ist ein grosses Medienthema. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das, was in den Medien steht, nicht einfach so da ist, sondern dass halt ein Auslöser ist. Oder ist es dann einfach so, dass gewisse Leute das so erleben und einfach mehr gehört werden als andere? Also wenn Sie ja sagen, in Ihrem Umfeld ja nicht, aber in anderen Umfeld vielleicht. Nein, ich glaube, es ist natürlich schon Stress und ich glaube aber, die Leute reden gerne über ihre eigenen Probleme und wahrscheinlich ist das bei den Journalisten auch so und da fühlen sie sich gestresst und die ganze Zeit das Handy und dann schreibt der wieder, wir müssen einen Artikel schreiben und ist die ganze Zeit abgelenkt und am Schluss schreiben bis nachts um 12 Uhr. Das ist stressig und ich glaube, so empfinden das die Leute, ich finde das manchmal auch und dann schreiben sie halt darüber. Oder? Also, ich weiß nicht, Sie sind Journalist, aber ich schreibe auch über die Sachen, die mich bewegen. Ich schreibe über Midlife Crisis, ich schreibe über Digital Stress, ich schreibe über ganz viele Sachen, die eigentlich nicht direkt mit meinem Beruf zu tun haben, wie es mich beschäftigt. Aber es sind doch Sachen, die vorkommen und die rum sind. Also, wenn Sie jetzt eben von Digital Stress reden. Nein, also ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich habe dazu ein spannendes Buch gelesen. Das hat jetzt nicht so einen sexy Titel wie das, was Sie zitiert haben. Das heisst Deep Work. Und da geht es darum,
dass die Leute einfach die ganze Zeit abgelenkt werden und man gar nicht mehr in den Zustand hineinkommt, wo man wirklich tief über etwas nachdenken kann. So wie wir früher, jetzt wird man natürlich wahnsinnig alt, aber die meisten da innen werden das nachvollziehen können, vielleicht früher in der Bibliothek sind, dort haben wir kein Handy gehabt, man hat nicht dürfen telefonieren, man musste in die Telefonzelle gehen, da hat man sich tatsächlich mal zwei Stunden mit etwas auseinandersetzen können. Das geht doch heute nicht. Deep Work, sagen Sie, heisst das Buch. Deep Work. Ich kann es gelesen, ja. Ist gut. Ja, es ist einfach einmal mehr eine Anleitung dafür, man muss einfach noch mehr schaffen. Nein, man muss das Handy weglegen. Das heisst, Medien ausschalten. Nein. Er schreibt ja zum Beispiel darüber. Ah, lassen wir das jetzt vielleicht. Aber vielleicht jetzt als Psychologe, Herr Fichter. Das meine ich genau. Medienkompetenz ist gefragt. Und in so einem Buch, wo man vielleicht nachher daran erinnert, wie das Handy mal wegzulegen oder abschalten, das ist genau gefragt, wenn ich sage, Medienkompetenz müssen wir lernen heute. Ja, aber jetzt nur noch zurück zu dem, was Frau Staub gesagt hat, dass eben gewisse Leute erleben das so, dann schreiben sie das so und dann gibt das so einen allgemeinen Eindruck. Ist es wirklich nur das oder ist es nicht doch so, dass das alles einen psychologischen Einfluss hat auf das Gesamtwohl sozusagen? Auf jeden Fall. Also die Leute sind gehetzt, die Leute sind gestresst, die Leute fühlen sich unter Druck. Oder man kann überall E-Mails abrufen, aber man kann nie mehr abschalten in dem Sinn. Mhm. Und das ist tatsächlich eine neue Situation. Ich denke aber, der Mensch ist wirklich sehr anpassungsfähig und mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Überlegung, mit ein bisschen Medienkompetenz, wenn wir solche Bücher lesen und uns eben auch daran erinnern, dass das natürlich durch die neuen Medien auch unsere Produktivität verbessert wird, denke ich, werden wir den Wandel bewältigen. Also ich möchte das sehr unterstreichen, was Sie sagen. Oder man hat eine Tendenz, immer die neueste Technologie zu sagen, die ist jetzt total revolutionär und die wird alles total umkrempeln. Dann kommen wir nachher noch zum Thema, geht uns die Arbeit aus? Das ist, erinnere mich wieder an das. Oder? Und ich glaube eben auch, dass die Adaption ist extrem stark von Menschheit. Mehrere technologische Wellen hat er eigentlich überstanden und schafft immer noch produktiv und in der Regel. Natürlich, es gibt Stress, das möchte ich nicht weg. Aber ich glaube, dass es einen extremen Trend jetzt gibt, richtig mehr Stress, als das früher der Fall war. Jetzt glaube ich, wenn wir zum zweiten Thema kommen, werden Sie mir alle wieder bestätigen, es sei ja gar nicht so. Digitalisierung, Roboterisierung, künstliche Intelligenz, da werden Arbeitsplätze wegrationalisiert. Zum Beispiel Taxifahrer sind jetzt viel mehr unter Druck, nur schon wegen Uber, noch bevor es überhaupt selbstfahrende Autos gibt. Aber das ist ja das grosse Ziel, dass es dann selbstfahrende Autos gibt. Und jetzt, um das letzte Mal noch auf den Tagesanzeiger zu kommen oder auf die Tamedia zu kommen, wo der Tagesanzeiger besitzt, wir werden diesen Sonntag einen ersten grösseren Versuch haben mit Roboterjournalisten. Und zwar geht es darum, dass man im Kanton Bern von den 347 Gemeinden die Abstimmungsresultate quasi automatisiert analysieren und dort mit Textbausteinen arbeiten, sodass man dann auf dem Internet, wenn man über die Kantonskarte fährt, dass man dann immer bei jeder Gemeinde ein kleines Text bekommt, wo dann drin steht, wie jetzt die Gemeinde spezifisch abgestimmt hat. Und zwar, ich nehme jetzt an, ich weiß es nicht einmal so genau, bei den nationalen Abstimmungen und nicht bei den Gemeindeabstimmungen, weil dort wäre es dann doch noch zu sehr individuell. Aber ein Kommentar gibt es nicht dazu. Ein Kommentar wird dann möglicherweise noch überschrieben. Aber das ist jetzt etwas, wo jetzt mal mich betrifft. Vor 20, 30 Jahren sind es eher, jetzt in meinem Bereich, sind es eher Drucker gewesen, die das betroffen hat. Es betrifft eigentlich je länger mehr, immer mehr Berufe, auch Banken, wo man sagt, dass die Digitalisierung und die Blockchain-Entwicklung, dass die viele Arbeitsplätze wird zunichte machen. Jetzt weiss ich ganz genau, wenn ich so in die Runde schaue, die meisten werden sagen, ist ja gar nichts Neues, hat man schon gesagt, wo man Spinnereimaschinen eingeführt hat und damals hat es in Uster einen Aufstand gegeben, aber all die Arbeitsplätze sind wieder vorgekommen. Aber ist es das wirklich so, dass sich Geschichte immer so wiederholt, Herr Brunetti? Also da würde ich jetzt die Hand ins Feuer legen, dass das so ist. Definitiv. Also ich meine, erstens, man kann erstens mal einfach die Vergangenheit nehmen. Man hat das vor jedem neuen Technologieschub, hat man das gesagt. Jetzt ist alles anders. Das wird extreme Umwälzungen bringen, das wird Jobs zerstören, was es natürlich auch macht. Es werden viele Jobs zerstört. Mhm. Aber was man vergisst, man hat eine Tendenz, immer auf die Jobs zu schauen, die zerstört werden und nicht auf die vielen, die an vielen Arten gleichzeitig neu geschafft werden. Aber was sagen Sie jetzt, wenn man einen Taxifahrer, wo jetzt einfach gefördert wird durch das Uber,
Und sich dann noch überlegen, in 5-6 Jahren werden dann selbstfahrende Autos rumfahren und ich brauche es dann gar nicht. Ja, ich glaube, dass natürlich, es werden einzelne Berufe werden getroffen, das war immer so gewesen auch. Und dort in diesen Berufen ist es sicher eine gute Idee, wenn man sich versucht anzupassen und entwickeln in eine andere Richtung macht. Mhm. Es werden gewisse Berufsfälle wegfallen. Das ist mal das eine, aber was, das ist so die historische Entwicklung, aber es ist rein auch die ökonomische Logik. Ich meine, warum werden die ganze Automatisierung gemacht? Die werden gemacht, um eine Produktivitätssteigerung anzukriegen. Sonst machen das die Unternehmen nicht. Sie machen es nicht freiwillig. Sie machen es, um Produktivitätsgewinne zu schaffen. Die Produktivität schafft aber zusätzliche Einkommen. Und die Einkommen werden für irgendetwas ausgehen. Und irgendjemand muss die Sachen produzieren, für das es ausgehen wird. Und deshalb wird es automatisch neue Nachfolge nach neuen Beschäftigungen schaffen. Also es ist vollkommen undenkbar, dass quasi die Arbeit wegen einer Technologie ausgeht. Ja, das steht auch in dem schönen Lehrbuch, das ich vorhin ein bisschen vorlesen durfte, dass wir auch den Wandel werden bewältigen und eben der historische Rückblick zeigt, dass man nicht panisch sein muss. Garantieren können wir es aber nicht, weil künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Roboterisierung, Automatisierung betrifft eben mehr als nur die Produktivität von der Wirtschaft. Es betrifft die Gesellschaft, es betrifft im Prinzip unsere Werte, unsere Daseinsberechtigung als Menschen. Und da sehe ich schon die Möglichkeit, irgendwo durchscheinen, dass es uns vor eine neue Art von Wandel stellt, wo wir bis jetzt so wirklich noch nicht zu gewärtigen haben. Also ich bin nicht ganz sicher, dass es wirklich ganz so harmlos abläuft. Mhm. Wir kommen dann nochmal darauf zurück. Frau Staub, Sie haben das neu sogar geschrieben. Digitalisierung und Kostendruck führen zu Entlassungen. Künstliche Intelligenz lässt vermeintlich sichere Berufsbilder aussterben und heute und neue entstehen. Karrieren verlaufen nicht mehr geradlinig. Und dann Jobsicherheit ist Vergangenheit. Und es ist ja auch, da wird mir der Herr Fichter wahrscheinlich bestätigen, ganz ein grosses Bedürfnis von Menschen, gewisse Sicherheit zu haben, Planbarkeit zu haben, gerade auch für Kinder zum Beispiel, dass man weiß, man kann dann die durch die Schule bringen und allenfalls durch das Studium durchbringen. Es ist ja doch einen ärgeren Eingriff, als dass man nur sagt, ja gut, es wird sich halt verändern und man wird andere Jobs haben. Wenn man nicht weiß, was es denn für ein Job ist, wird es dann doch schwierig. Ja, ich glaube, es ist auch schwierig mit der Ausbildung. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Rechts-, also so ein juristisches Studium macht, eine Anwaltsausbildung macht, ich meine, da ist man bis fast 30 eigentlich beschäftigt mit sich ausbilden. Und das hat einem in der Vergangenheit ein sicheres Auskommen für den Rest der Berufskarriere ermöglicht. Da muss man sagen, einfach ein gutes Leben. Man hat seine Familie können ernähren. Das ist alles prima gewesen. Und das ist natürlich heute nicht mehr so. Dann bilden sie sich aus, vielleicht 10 Jahre nach der Matur sind sie immer noch dran und wissen dann aber nicht, wie sie in 10 Jahren aussehen. Also heute gibt's die Plattformen, die Technologien, die juristische Arbeit, Gerichtsarbeit, einfach vom Computer erledigt wird, grossmehrheitlich. Und es gibt sogar Schiedsgerichte, wo sich die Leute auf einen automatischen Schiedsrichter einlösen. Und jetzt kann man sagen, das ist ja verrückt, aber wenn man jetzt die Wahl hat als Unternehmen, man hat einen Schiedsgerichtsfall, man ist sich nicht einig, man weiss, wenn man sich auf den Fall einlässt, das kann für oder gegen einen gehen, jetzt kann das Ganze noch irgendwie eine halbe Million oder eine Million an Anwaltskosten und Schiedsgerichtskosten kosten, oder man kann das Ganze für ein paar 10'000 Franken machen und es geht schnell. Was macht man dann? Und damit sind ganz viele Anwaltsstunden nicht mehr gebraucht. Und jetzt einfach noch ein bisschen von denen Anwälten ausdenkt oder von denen, die Jus studieren. Das gibt doch eine grosse Unsicherheit, oder? Ja, weil ich glaube, wer studiert Jus? Natürlich gibt es ganz viele Leute, die ein echtes Interesse haben an juristischen Fragestellungen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die gar nicht so genau wissen, wieso sie etwas studieren, sondern einfach denken, ja, da habe ich einen guten Job, es gibt viele Möglichkeiten, ich studiere mal Jus oder ich studiere vielleicht irgendwie Wirtschaft. Ich glaube, die Sicherheit gibt es einfach nicht mehr. Das sind ja Leute, die Sicherheit suchen. Ich meine, das sind nicht irgendwie die Unternehmer, die dann halt im ersten Semester abbrechen und irgendein Start-up machen und nachher machen das nächste Start-up. Das sind ja Leute, die Sicherheit suchen. Stressig, glaube ich. Macht die Wirtschaft denn etwas, um die Arbeitnehmer fit machen für so eine Zukunft? Also zuerst mal bin ich gleich zuversichtlich wie der Herr Brunetti. Ich kann es nicht garantieren, für das nicht in seine Hand, dann, wenn ich es ins Feuer lege. Aber garantieren kann ich es nicht. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das wird gelingen.
Frau Staub hat ja gute Beispiele gesehen. Man könnte aus dem Anwaltsberuf, ich weiß nicht, wann das war, vielleicht vor 30 Jahren, hat es auf eine Anwältin oder ein Anwalt hat es zwei Sekretärinnen oder Assistentin gegeben. Und jetzt gibt es, weiss ich, auf sechs Anwältinnen oder sechs Anwälte gibt es vermutlich eine Assistentin. Die Veränderung hat es immer gegeben, immer ein bisschen unterschiedlich. Das Zweite ist, spannend finde ich, vorhin erwähnt wurde die Anpassungsfähigkeit, die wir im Menschen haben. Und vielleicht auch die Notwendigkeit für die Anpassungsfähigkeit. Das sieht man gerade in der Schweiz eigentlich sehr gut mit den Berufsbildern. Ich weiss nicht, wie viele Berufsbilder wir haben, glaube ich, etwa 260 Grössenordnung. Wenn Sie Berufsbilder anschauen, in den 90er Jahren, also vor 20 Jahren, haben die komplett anders ausgesehen. Man muss mich erinnern, da hat es einen FEAM gegeben. Zum Beispiel einen FEAM hat es gegeben, genau. Und einen Automechaniker hat es gegeben, der heisst heute eben auch anders. Und das zeigt eigentlich gerade bei uns, wo zwei Drittel der Jugendlichen den Schritt in die Arbeitswelt über eine Lehre machen. Ich würde vermuten, in 10 Jahren sehen die 260 Berufsbilder schon recht anders aus. Man macht also dann eine Lehre, wo ganz anders ist, als man sich heute eigentlich vorstellt. Und das bringt mich nämlich zu Ihrer eigentlichen Frage, was macht man eigentlich diesbezüglich, dass man in der Lage ist, solche Anpassungsfähigkeit zu machen. Zuerst einmal, glaube ich, gehört es im verstärkten Ausmaß zu der Eigenverantwortung, dass man selber immer schaut, dass man sich weiterbildet und arbeitsmarktfähig bleibt. Das Zweite, es gehört in noch extremerem Ausmaß in die Verantwortung von Unternehmungen, dass sie dafür schauen, dass die Mitarbeitenden wirklich arbeitsmarktfähig bleiben. Und gerade jetzt wird ja lanciert, dass man zum Beispiel auch mit 50 noch eine Lehre machen können. Ich finde das etwas ganz, ganz Wichtiges. Die entscheidende Frage ist ja, wie finanziert man das? Also wie trägt zum Beispiel ein bisheriger Arbeitgeber dazu bei, wie ein künftiger Arbeitgeber, haben wir Betriebe, die bereit sind, solche Lehrstellen für 50-Jährige anzubieten und viele andere Sachen. Und darum bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Die Voraussetzung ist aber wirklich, sich permanent weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Jetzt sind das eben aus Sicht vom Verbandspräsidenten tönt das natürlich gut, aber aus Sicht eben vom einzelnen Unternehmen, wenn man dann da Weiterbildung anbietet und Leute während der Arbeitszeit in die Weiterbildung lässt und das vielleicht auch noch finanziell unterstützt und selber Sachen unternimmt und die dann eben arbeitsmarktfähig sind und dann abwandern. Es ist ja, wie soll ich sagen, auf der Ebene vom einzelnen Unternehmen ist ja der Anreiz nicht so gross, das anzubieten. Herr Schuler, da bewegt sich aber auf dem Glatteis. Da bewegt sich aber wirklich auf dem Glatteis. Das machen alle Unternehmerinnen und Unternehmer mit der Lehre. Im Ausland begreift man nicht, wie das möglich ist, dass man solches duales Bildungssystem anbietet. Nein, genau. Sie gehören zu ein paar Ausländerinnen und Ausländern, die noch nie in der Schweiz sind, das vielleicht nicht kennen. Nein, Spass beiseite. Ich glaube, das ist ja das. Unsere Unternehmungen sind bereit, in die Arbeitskräfte zu investieren, auch wenn sie nach der Lehre nicht mehr dabei sind oder nur ein Jahr dabei sind. Und ich glaube, wir müssen gut schauen, dass wir genau die Art von Bildungssystem, die wir haben, einfach kontinuierlich weiterentwickelt, wie man es in der Vergangenheit schon gemacht hat. Darum bin ich sehr, sehr zuversichtlich, gerade für die Schweiz. Jetzt aber noch mal aus psychologischer Sicht, Herr Fichter, dass die Arbeitsplatzsicherheit nicht mehr gegeben ist, dass man fordert auch von der Economy Suisse, von den einzelnen Arbeitnehmern, dass sie sich permanent weiterentwickeln, dass sie sich permanent verbessern, das tut ja doch auch wieder so einen Druck erzeugen auf die Arbeitnehmer. So stelle ich mir das mindestens vor. Ja, mein Eindruck ist tatsächlich, dass sich der Adaption, der Anpassungsdruck, oder? Ich habe vorhin gesagt, und Sie haben es bestätigt, Herr Bonetti, der Mensch ist fähig, sich anzupassen. Er ist aber nicht unbedingt willig dazu. Und daraus, aus dieser Diskrepanz, entsteht möglicherweise ein bisschen ein stärkerer Druck, als man ihn früher noch wahrgenommen hat. Früher, zu Zeiten vom FEAM, von der Juristin, wo alles noch klar und einfach geregelt war mit der Laufbahn, hat man viel weniger Unsicherheit gespürt. Und heute hat man die Unsicherheit wahrscheinlich über Jahrzehnte der Berufskarriere. Und ich denke, dort zieht sich möglicherweise ein kleiner Graben zwischen Gesellschaft und Wirtschaft, weil die Wirtschaft den Druck einerseits verlangt und möglicherweise nicht genug macht, um den Druck auch abzufedern und auch zu begründen. Und das Beispiel nur ganz kurz noch, Produktivitätssteigerung, Gut und Recht in Ehren. Aber man muss den Leuten auch kommunizieren. Die Bauern sind das Beispiel, gerade aktuell. Muss man auch kommunizieren, dass es notwendig ist und dass es kann bewältigt werden kann. Vielleicht zuerst Herr Brunetti und dann Herr Karr. Oder das mit der Anpassung, das ist absolut entscheidend. Aber
Der Druck ist natürlich bei den Unternehmen, aber was der Vorteil, also die Unternehmen haben, können da einen gewissen Druck ausüben, aber wir haben einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt in der Schweiz. Das heisst letztlich auch für die Beschäftigten selber gibt es Alternativen, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wo, wenn sie mal arbeitslos sind, extrem schwierig ist, wieder reinzukommen. Das heisst, es bringt ihnen auch wirklich etwas, wenn sie beschäftigungsfähig bleiben und mehrere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. Ich meine, sicher ist der Druck wahrscheinlich grösser geworden, weil man nicht mehr vom Anfang von seiner Karriere bis am Schluss genau das Gleiche macht. Es hat einen stärkeren Wandel gegeben. Aber wenn Sie andererseits anschauen, die Beschäftigungsentwicklung und die Arbeitslosenquote hat sich nicht verschlechtert in der Schweiz. Also die Schweiz hat ein System, da ist die Berufsbildung ein absolut entscheidender Punkt, da bin ich völlig einverstanden. Aber da ist mindestens so wichtig der flexible Arbeitsmarkt. Es ist eben in der Schweiz einfach, jemanden zu entlassen, aber es ist in der Schweiz deshalb auch einfach, einen Job zu finden. Weil es attraktiv ist, Leute anzustellen. Also die Unsicherheit wird ein Stück weit auch abgefedert durch ein gutes Wirtschaftssystem, ja, das das dann erlaubt, ja. Ja, den Wechsel erlaubt. Herr Karr. Vielleicht gibt es ein Argument, wo das noch ein bisschen stützt. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass wir heute etwas als extrem unsicher empfinden, wo vielleicht Millennials gar nicht als so unsicher empfinden. Vermutlich werden wir morgen viel mehr, jetzt, wenn ich jetzt der Taxifahrer bin, ich war selber Taxifahrer, darum darf ich davon reden während der Studentenzeit, kann es einfach sein, dass er vielleicht nicht nur einen Job mehr macht als Taxifahrer, sondern vielleicht zwei, drei andere Jobs im Prinzip auch noch. Und das wird man vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr als außergewöhnlich anschauen, auch nicht als ein Problem, sondern eher ein Privileg sogar, dass man so etwas machen kann. Ich glaube, einfach entscheidend ist, und auf die Rahmenbedingungen kommen wir nachher, es muss dann auch möglich sein, dass die Vorsorge genau gleich gewährleistet ist, auch wenn man 3, 4 oder 5 Jobs hat. Darum glaube ich, wir tun so eine statische Betrachtung hier, jetzt wir in einem gesetzteren Alter, sage ich jetzt mal, und empfinden vielleicht etwas als Unsicherheit, wo morgen gar nicht mehr den gleichen Stellenwert hat. Also da die angeblich oder nicht angeblich faulen Millennials sind dafür auch sehr anpassungsfähig und auch sehr können mit Unsicherheit besser umgehen als Ältere. Bin überzeugt, ja. Okay. Können wir auch noch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen, die werden ja in der Schweiz ganz stark durch Demokratie, direkte Demokratie, werden die ausgebildet und weiterentwickelt. Und da ist jetzt so ein bisschen die Wahrnehmung, dass die Wirtschaft, die früher so mehr Sagen hatte und sich mehr hat können Gehör verschaffen, auch bei den Stimmbürgern und bei den Wählern, dass die ein bisschen weniger gut ankommt. Wir haben verschiedene Initiativen, die nicht im Sinn von der Wirtschaft rausgekommen sind, Abzockerinitiativen. Jetzt muss ich gerade noch ein bisschen spicken. So viel sind es nicht in dem Fall. Masseneinwanderungsinitiativen, dann die Unternehmenssteuerreform, das sind immerhin schon 3. Und jetzt steht noch bevor, jetzt gerade die Vollgeldinitiative, wo ein Stück weit auch ein Misstrauensvotum ist gegenüber den Banken, wo man sagt, man muss die Banken zurückbinden. Und dann noch ein bisschen weiter raus kommt dann noch die Unternehmensverantwortungsinitiative, eine ganz komplizierte. Der Eindruck, dass das Volk nicht mehr so hinter der Wirtschaft steht wie auch schon, kommen Sie denn nicht auch häufig zutreten über Herr Karr? Ich sage es zumindest auch, wenn wir jetzt das versuchen statistisch herzuleiten, also wie viele Abstimmungen es gab, welche sind wirtschaftsfindlich und so weiter gewesen, dann würden die Statistiker das nicht sagen. Jetzt ist bei der Statistik so, wie der Zeitraum nimmt, dann sieht es wieder etwas anders aus. Aber ich würde sagen, doch, sehe ich schon auch. Das hat aber vermutlich auch damit zu tun, dass sich das Umfeld natürlich schon komplett geändert hat. Also heute tun sich viel mehr beteiligen an Diskussionen, während es früher einfach vielleicht eher, ich sage mal, die politische Elite gewesen sind, vielleicht Wirtschaftselite gewesen ist. Das hat sich diesbezüglich noch schon fundamental geändert. Das Zweite ist aber, ich finde eigentlich, die direkte Demokratie, wie wir sie haben in der Schweiz, ist eigentlich aufgrund von all dem, was wir jetzt verfolgen in England und in Amerika, eine extrem moderne Demokratie. Wenn Sie Ausländerinnen und Ausländer fragen, warum sie in die Schweiz kommen, dann sagen die nicht Arbeitsmarkt schon auch und Steuervorteile und weiss ich was alles, das Thema kommt schon auch. Aber sie sagen vielmehr rechtliche Stabilität, politische Stabilität und gesellschaftliche Stabilität. Die direkte Demokratie, nach meinem Fürhalten, führt insbesondere zu einer gesellschaftlichen Stabilität. Weil wenn irgendwo das Unwohlsein aufkommt, dann führt es allenfalls dazu, dass eine Abstimmung, eben, obwohl man das nicht denkt, halt angenommen wird. Und dann gibt es auch wieder ein natürliches Korrektiv.
Wir kommen dann noch darauf zurück, es nimmt mich noch Wunder, was denn von der Wirtschaft aus selber, was man denn da macht. Aber Herr Brunetti, eben damals, 1990, haben Sie ja eben auch die direkte Demokratie kritisiert. Sie haben gesagt, das kann zum Teil ausschlagen in eine falsche Richtung. Sie haben vorher gesagt, dass Sie eigentlich immer noch dieser Meinung sind. Also das Lob auf die direkte Demokratie, die dann die Schweiz stabil und sicher und wirtschaftsfreundlich macht, ist bei Ihnen jetzt nicht so gross. Doch, also ich würde sicher sagen, grundsätzlich ist die schweizerische Direktdemokratie ist sehr erfolgreich gewesen. Was damals Argument war, ist, dass insbesondere das Referendum zu einer extremen Status quo Orientierung führt, dass es wahnsinnig schwierig ist, etwas zu ändern. Und damals war es gewesen, in Europa ist der Binnenmarkt eingeführt worden, sie haben sehr viele Reformen schnell gemacht und unser Argument ist vor allem gewesen, es ist wahnsinnig schwierig, in der Schweiz diese Reformschritte zu machen. Und deshalb ist das Referendum möglicherweise hat so eine so einen Status quo Bias. Inzwischen bin ich sowieso natürlich älter und deshalb realistisch. Und die direkte Demokratie wird sich niemals ändern, weil man muss braucht einen direkt demokratischen Entscheid, um die direkte Demokratie zu ändern. Also wie man nur schon die Unterschriftenzahl erhöhen kann, was man unbedingt sollte, wenn man überlegt, wie die Entwicklung war, wird fast unmöglich sein. Und was vielleicht zu der Initiative, was doch erstaunlich ist wie wenig Unfälle passieren. Natürlich, Sie haben jetzt zwei Beispiele genannt, aber ich meine, es hat einige wirklich sehr problematische wirtschaftsfeindliche Initiativen gegeben. Vollgeldinitiative würde auch dazu zählen, aber die machen 20-30%. Oder das ist so ein Korrektiv, wo man diskutiert darüber, aber wo eine stabile Mehrheit letztlich das Wirtschaftssystem eigentlich stützt in der Schweiz. Es gibt Probleme, massive Initiativen ist eins gewesen, aber grundsätzlich ist es nicht. Das Potenzial für Initiativen wäre eigentlich viel disruptiver, als es tatsächlich ist. Wir haben eine relativ stabile Gesellschaft, die hinter den Institutionen eigentlich steht. Aber trotzdem gibt es nicht doch auch spürbar, auch bei den Leuten, die eben in der Pensionskasse versichert sind, mehr den Drang oder den Ärger darüber, dass man sagt, ja, bei der Pensionskasse wird ja viel zu viel Geld verdient und das kommt ja nachher nicht mir zu gut. Das ist jetzt auch eine aktuelle Diskussion. Sie als Pensionskassenpräsidentin. Gibt es denn nicht mehr, was die Wirtschaft selber müsste tun, um das Vertrauen der Leute wieder zu gewinnen und um auch wieder Abstimmungen zu gewinnen? Frau Bisang. Das ist schwierig. Ich bin jetzt politisch nicht wahnsinnig engagiert, aber mich hat das schon auch betroffen gemacht, dass es, wo es um die Senkung vom Umwandlungssatz gegangen ist. Das hat mich oder meine Tätigkeit jetzt eigentlich stark betroffen, dass dort eigentlich die Raison vom Volk eigentlich nicht stärker war. Vielleicht ist es blöde. Also hat es dumm entschieden, das Volk? Ich glaube, es ist falsch. Also so ist es einfach nicht nachhaltig aufgestellt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine falsch aufgestellte Vorlage gewesen. Wissen Sie vielleicht besser. Man hat sich müssen entscheiden zwischen der Pest oder der Cholera. Das ist es gewesen. Und am Schluss geht so einen wichtigen Entscheid runter und stellt die ganze Nachhaltigkeit zum Beispiel von der beruflichen Vorsorge in Frage. Vielleicht hat man da falsch aufgeklärt. Ich weiß nicht, wer für solche Sachen verantwortlich ist, aber das ist einfach schlecht gelaufen. Mhm. Ja, Herr Brunetti. Vielleicht nur kurz, Sie sind Altersvorsorge ansprechen. Das ist für mich jetzt wirklich eine echte Herausforderung für die direkte Demokratie. Weil das sind oder Umwandlungssatz. Es ist absolut klar, dass man das anpassen muss. Für mich ist auch vollkommen klar, dass Rentenalter rauf muss. Aber so etwas in einem direktdemokratischen System durchsetzen, wo kurzfristig Kosten hat und langfristig Ertrag, erst sehr langfristig, das ist sehr, sehr schwierig. Die Altersvorsorge ist wirklich in einer Reformstau drin. Und ich meine jetzt das Päckchen, das jetzt geschnürt worden ist, das wird vielleicht noch ein bisschen nach hinten schieben, das Ganze. Aber zum Beispiel über das Rentenalter kann man in der Schweiz kaum reden, obwohl es offensichtlich ist, dass das die Lösung ist, die kommen muss. Oder? Ja, nein, also, vor allem da ist ja Problematik auch noch, dass wir alle älter werden. Und wer geht dann stimmen? Es gehen ja nicht die 25-Jährigen stimmen, die sagen, für mich hat es dann kein Geld mehr. Es gehen ja die Älteren stimmen, die sagen, in 5 Jahren werde ich pensioniert. Also hat es gar kein Interesse, dass der Umwandlungssatz runtergeht. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, dass man dann so etwas durchbringt. Also es ist schwierig beim Volk, dem Volk, einen wirtschaftspolitisch richtigen, guten Entscheid können zu erklären, sodass es dann auch zustimmt. Wo langfristige Benefits hat und kurzfristig etwas kostet. Das ist schwierig. Ja. Wie würde man denn das machen, so als Wirtschaftspsychologe? Das würde man mit einem Nudge machen, mit einem Stupse. Anders geht es fast nicht. Man muss da eigentlich
soll man da öffentlich sagen, Psychotricks, aber ja, Psychotricks, die die Verhaltensökonomen, nicht die Wirtschaftspsychologen, eingeführt, gut, das Gleiche, eingeführt haben, muss man hier anwenden. Sonst geht es gar nicht, weil der Mensch ist einfach kurzfristig orientiert. Erst recht, wenn es ums Eigenwohl und Wahl geht. Das Wort Nudge müssen Sie dann vielleicht noch ein bisschen erklären. Nudge heisst eigentlich stupsen. Das heisst, es ist ein bisschen, im Prinzip ein Agieren vom Staat oder auch von einem Unternehmen oder beispielsweise vom Arbeitgeber so, dass der Konsument, die Konsumentin oder eben der Bürger beim Abstimmen und beim Wählen so agiert, wie es für ihn langfristig in seinem eigenen Sinn liegt. Mhm. Eben, und darum, wenn natürlich eine Masseneinwanderungsinitiative heisst und man irgendwie am Morgen auf dem Bahnhof im dichten Stress steht, ich meine, da können die alle Angst haben. Wenn man das anders würde formulieren, dann würde die Leute rationaler entscheiden. Wir haben es am Anfang angesprochen, Herr Karr, die Wirtschaft, das sind wir, ist Ihr Slogan. Wie wollen Sie jetzt das noch etwas besser durchbringen oder wie wollen Sie das natschen oder wie auch immer? Wie wollen Sie wieder näher an die Leute kommen? Sie haben ja auch zwischen Ihnen mal gesagt, dass früher vielleicht die Wirtschaft besser gehört worden ist, vielleicht von ein paar Exponentinnen und Exponenten, das mag durchaus sein. Wird vermutlich auch ein paar Gründe haben, warum das vielleicht heute nicht mehr im gleichen Maß so ist. Das bedeutet ja einfach, dass wenn es nicht lange, dass zwei, drei sich exponieren, engagieren und darüber diskutieren, dann müssen es halt Tausende von Unternehmerinnen und Unternehmern, ich sage, jedes Jahr ein Tag sich für solche Sachen belangen einsetzen. Gerade Vorsorge, das wird eine riesengroße Herausforderung. Übrigens, die AHV ist, glaube ich, wie viel Mal man braucht? Dreimal, glaube ich, drei Anläufe, bis die AHV letztendlich gestanden ist. Vielleicht haben wir auch drei Anläufe, bis wir wirklich eine AHV-Reform, die den Namen verdient. Weil da teile ich die Auffassung, was jetzt aufliegt, das hat nichts mit der Reform zu tun. Vielleicht braucht es auch drei Anläufe, vielleicht braucht es noch einen grösseren, vielleicht auch Zwang, ein bisschen, dass so etwas gemacht wird. Aber ich schaue als Schweizer Bevölkerung als extrem reif an. Aber es braucht vielleicht einfach noch mehr Diskussionen darüber und noch längere Diskussionen. Wir stoßen das an, wir machen sehr viel. Haben wir die Zeit? Ja, man könnte einen anderen Vergleich nehmen, wenn wir jetzt auf Amerika oder auf England anschauen. Da trifft vielleicht die Regierung einen Entscheid, vielfach ohne die Bevölkerung zu fragen. Die laufen dann 20 Jahre in die eine Richtung und nach 20 Jahren trifft wieder eine Regierung einen Entscheid, trifft eine andere Richtung. Solche Diskussionen habe ich vielfach mit Politikerinnen und Politikern aus der Europäischen Union oder in Brüssel und sage, die Schweizer Bevölkerung, die versteht die eigentlich gar nicht, über was sie da abstimmt. Dann ist meine Frage einmal, ich bin mir aber nicht sicher, ob Politikerinnen und Politiker wirklich aufgrund vom Sachverhalt entscheiden und in viel mehr, ob sie jetzt die Wahlen wieder müssen gewinnen oder ob jetzt Parteimarktanteile müssen gewinnen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass die Schweiz in der Lage ist, aber ich gebe Ihnen natürlich recht, wir müssen uns noch stärker engagieren in solchen Diskussionen mit der Bevölkerung und dann werden auch so langfristige, nachhaltige Entscheide gefällt werden. Und um das jetzt noch ein bisschen rund machen, die Diskussion. Was erwartet Sie als Wirtschaftsvertreter oder als wirtschaftspolitischer Fachmann von der Hochschule, von einer Ausbildung an einer Fachhochschule in Sachen Wirtschaftspsychologie oder sonst in Sachen Wirtschaft, dass sie das den jungen Leuten mitbringt, damit sie nachher wirklich zu den guten, mündigen Stimmbürger werden, die nachher die richtigen Entscheide fällen? Herr Brunetti, vielleicht. Sie sind ja selber, beides. Genau, sind ja ich habe beides, verschiedene Hüte da. Ja. Nein, aber ich meine, was, eine von den Sachen, die mich wirklich immer wieder stark motiviert, ist, zu versuchen, so die wirtschaftlichen Zusammenhänge auf eine möglichst einfache Art überzubringen. Und ich glaube, ich bin überzeugt, man kann, es ist natürlich hochkomplex, jedes Detail in der Wirtschaft, aber mit wenigen Konzepten kann man einen sehr, sehr grossen Teil von der wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen. Und das ist eine von den Sachen, die ich versuche, in meinen Vorlesungen zu machen, aber auch versuche, überzubringen mit Büchern und anderen Methoden, weil ich glaube, die wirtschaftliche Kompetenz, einfach wissen, wie eine Wirtschaft funktioniert, was Zusammenhänge sind, das ist extrem wichtig. Und würde ich sagen, sind wir heute wesentlich weiter als zu meiner Zeit. Ich habe mir im ganzen Gymnasial, ich habe eine klassische Latein-Matur gemacht, ich habe nie das Wort Wirtschaft irgendwo gehört. Und Politik übrigens auch nicht. Was würden Sie für Ratschläge weitergeben? Ja, also ich habe das Wort Wirtschaft auch nie gehört und ein bisschen Latein gelernt. Nein, also ich glaube, wichtig ist, dass man vielleicht auch Lust zum Mitreden macht. Und das erstaunt mich. Ich habe jetzt gerade ein bisschen überlegt, also
die jüngeren Generationen, von den Millennials, die man geredet hat, die sind sich gewöhnt, irgendwie zu allem ihre Meinung geben. Das ist manchmal ein bisschen mühsam als Arbeitgeber, aber ich meine, das muss man akzeptieren. Und da kommt ja auch wahnsinnig viel guten Input. Und darum ist es eigentlich erstaunlich, dass so eine Politikfühle da ist. Oder vielleicht müssen wir auch die Leute besser erreichen. Sie wissen, wie man die Kampagne macht, aber vielleicht muss man die Leute erreichen, dort, wo sie erreichbar sind. Und nicht mit irgendwelchen Veranstaltungen, wo niemand kommt, sondern halt dann über das Internet oder so. Weil sie sind sich ja gewöhnt, irgendwie zu bloggen, mitzureden, abzustimmen, Zeugs und Sachen zu machen. Wieso dann nicht, wenn es um wichtige Fragen geht, wie eine Altersvorsorge? Das muss man dann vielleicht einfach noch schmackhaft erklären und ein bisschen natschen. Also der gute Drang von diesen jungen Leuten heute mitzureden und das Maul reinzuhängen, dass man das auch wahrnimmt und fördert. Die Wirtschaft, was erwartet die Wirtschaft von der Ausbildung? Also wenn jetzt die Vollgeldinitiative nur mit 60% abgelehnt wird, dann haben wir in der Ausbildung zu wenig gemacht. Ja. Aber ich glaube, der Brunetti hat nach meinem Dafürhalten einen wichtigen Punkt erwähnt. Nur würde ich dort einfach noch früher ansetzen. Ich glaube halt einfach, die Wirtschaft darf nicht erst bei der Matura, allenfalls haben wir dann in die richtige Wirtschaft studiert oder eben auch im Hochschulstudium oder Fachhochstudium eine Rolle spielen. Ich finde, sie müsste viel, viel früher eine Rolle spielen. Wir machen Initiativen, Wirtschaft in den Schulen heisst das. Mhm. Auf eine lustige, spannende, neugierige Art und Weise zeigen, wie wir den Wohlstand überhaupt da uns erarbeitet haben, was für Jobs gibt, was braucht, um Produkte und Dienstleistungen vorzubringen. Ich glaube, diesbezüglich kann man nicht genug machen. Und meine Frau ist ja Lehrerin, darum darf ich sagen, da haben wir Potenzial, würde ich jetzt vermuten. Aber es sind auch andere Herausforderungen, die logischerweise auf Lehrerinnen und Lehrer gerade in der Primarschule eintreffen tut. Aber ich finde einfach das Thema Wirtschaft, Zusammenhang, Bedeutung, die wir haben, auf eine spannende, lustvolle Art und Weise einzubringen in die Schule, finde ich auch wichtig. Also schon früher, schon in der Primarschule und nicht erst später, nicht erst im Studium oder noch später. Okay, gut. Jetzt würde ich gerne dem Gastgeber noch mal das Wort geben, dass sie noch weiterleitet zu dem schönen Aperitif. Ich glaube, Sie alle bleiben noch ein bisschen da. Wenn Sie noch Fragen haben an die Leute, dass Sie denn das auch direkt im Gespräch stellen können, ist, glaube ich, fast die sympathischste Fortsetzung von dieser Diskussion nachher. Absolut. Und ich glaube, dann haben die Herren da vorne und Damen natürlich einen Applaus verdient. Genau. Vielleicht abschließend noch ein Wort. Gott sei Dank gibt es jetzt das neue Lehrbuch Wirtschaftspsychologie für Bachelor. Man gehört ja jetzt die Wirtschaft. Wirtschaft ist wichtig in der Schule und an der Hochschule. Psychologie bitte nicht vergessen, das ist ganz etwas Wichtiges. Darum steht im dritten Teil von diesem Lehrbuch steht auch etwas über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Auch inspiriert von Ihrem Schaffen übrigens, Herr Brunetti. Gut, ich danke. Sie sehen schon ein bisschen hungrig und durstig aus. Und eben als Psychologe weiß ich, dass Hunger und Durst ganz, ganz wichtige Bedürfnisse sind, dass wir die nicht zu lange müssen aushalten. Aber ich danke ganz herzlich unseren Podiumsteilnehmer und unserem Moderator, wo ich alle nicht haben müssen überreden, heute hier anzukommen. Und wo sich wirklich, wie ich es natürlich schon gewusst und erwartet habe, wo sich von ihrer allerbesten Seite gezeigt haben. Ganz herzlichen Dank. Wir haben uns überlegt, was schenken wir ihnen, denn das Wertvollste ist natürlich ihre Zeit und die kann man nicht zahlen, das wäre nicht möglich. Es gibt keinen so teuren Wein, Champagner oder auch Schocke, wo das könnte aufwiegen könnte. Aber was wir haben, ist, wir haben selber Zeit investiert. Konkret unsere Co-Autorin Sarah Killer hat Zeit investiert. Am Sonntag war es, dass du deinen wunderbaren, ich weiss es, Holunderblütensirup selber gemacht, geerntet gemacht und abgefüllt hast. Und deshalb schenken wir jetzt jedem von Ihnen eine von diesen Flaschen. Sarah, bist du so gut und bringst mal die Flasche. Vielleicht zuerst für Miriam Staub. Frau Staub, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Man kann dann den Sirup auch nachher bei der Sarah Killer Glas bestellen. Oder ist das so? Ich weiß es nicht. Herr Karre, recht herzlichen Dank, dass Sie da sind. Herr Schuler, herzlichen Dank. Voilà. Ich habe meine Flasche schon bekommen. Ich weiß, wie hervorragend das ist. Ich danke der Kaleidos Fachhochschule,
der uns einen hervorragenden Rahmen gegeben hat, um die Wirtschaftspsychologie-Sache aufzuziehen. Insbesondere unserem geschätzten Rektor, der dank seinem visionären Schaffenstrieb dafür gesorgt hat, dass das Buch willkommen geheißen worden ist. Und da steht Köbi Limacher, bitte komm doch kurz ein bisschen führen, dass man dich auch sieht. Herzlichen Dank, Köbi. Ohne dich wären wir heute nicht da. Dann danke ich am Kosmos Zürich, wo wir an dem wundervollen Ort, wo wir hier willkommen sind und wo wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr wohl fühlen. Insbesondere am André Weidmann. Du bist hier, hallo. Winke mal kurz. Du hast die Veranstaltung super souverän begleitet. Merci vielmals, das ist sehr, sehr wichtig. Und zuletzt und am wichtigsten, ich danke Ihnen allen, sehr verehrte Damen und Herren, dass Sie hier gekommen sind heute Abend. Trotz WM, nein, das stimmt aber nicht. Ohne Ihr Interesse an Fragen zum Mensch und Wirtschaft wäre unsere Wirtschaft weniger erfolgreich. Herzlichen Dank und wir sehen uns gerade bei Speis und Trank. Schönen Abend. Thank you.